Moin und herzlich willkommen, heißt wieder, heißt der Flachlandradler unterwegs. Ja, heute geht es nicht so um die heutige Tour. Ich bin so ein bisschen durch Flensburg gefahren und hier rüber nach Dänemark. Sitze hier mal wieder so ein Shelter, aber nur eine kleine Tour. Ich fahre gleich wieder zurück. Ja, das Jahr geht zu Ende. Es war hoffentlich ein schönes Jahr für euch. Für mich war es auch ein schönes Jahr. Ihr habt gesehen, wie viele schöne Touren ich auch dieses Jahr gemacht habe. Ja, so ein bisschen Rückblick kann man jetzt ja machen am Ende des Jahres. Ja, richtiger Zeitpunkt. Ja, was habe ich gemacht? Schöne Touren. Anfang auch sehr lange im Frühjahr. Ihr habt es gesehen, einmal 200 Kilometer. Denn die Challenge, 300 Kilometer habe ich geschafft. Ihr habt es nicht gesehen, ich habe noch einmal eine Tour über 300 Kilometer gemacht. Von über oder knapp 340 Kilometern ohne Kamera. Also ich habe es sogar noch mal getoppt. Dieses Jahr, da war ich so richtig fit und dann fing es auch an mit meinen kleinen Reisen. Ja, ich will jetzt nicht lange drüber schnacken, ihr habt es ja auch gesehen. Weser-Harz-Heide-Radweg, 3 Tage, wunderbarstes Wetter, also da kann ich nicht klagen. Ja, das war eine tolle Reise, ja, auch mal den Harz zu sehen, wie er jetzt zur Zeit ist, war sehr interessant, hat mich echt begeistert trotzdem. Ihr habt es gesehen. Ja, und dann die nächste kleine Reise, ja, die war echt schön, rüber nach Schweden, die paar Tage. Die waren echt, also Schweden, das hat mich auch wieder geflasht. Auch gerade die Schlafplätze, die ich da hatte, also wunderbar, ja, was ich da erlebt habe. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ja, als Abonnenten natürlich, will ich doch wohl hoffen. Sonst müsst ihr noch mal reinschauen, das war echt toll. Ja, und dann meine etwas längere Radreise über eine Woche in der Schweiz durchs Juragebirge. Also fantastisch, also auch wieder sehr viel Glück gehabt. Ja, diese Landschaft war toll, auch die Mittellandroute einfach wunderbar. Also das war auch wieder eine klasse Tour, wo ich nichts zu meckern hatte. Ja, doch ein bisschen. Eine Etappe habe ich ein bisschen gemeckert. Ja, aber das war auf hohem Niveau. Ja, also das war echt klasse. Ja, und dann habe ich noch andere Touren gemacht. Ja, die habe ich auch nicht alle gefilmt. Also ich habe nicht alles gezeigt, was ich dieses Jahr gemacht habe. Also ich habe viele Wochenenden verbracht, auch hier in Dänemark in diesen Sheltern oder auch freien Zeltplätzen. Das habe ich dieses Jahr so richtig vorgenommen, das mal durchzuziehen. Und jedes freie Wochenende irgendwie habe ich es in Dänemark verbracht. Irgendwo gezeltet, einfach wunderbar. Ja, ihr habt es gesehen, hoffe ich. Ich habe aber nicht alle gefilmt. Ja, ist auch mal schön, ohne Kamera unterwegs zu sein. Als nächstes war ja dann nochmal der Orbit, den ich hier gefahren bin. 280 Kilometer sollten es eigentlich sein. Mit einem Gravelbike. Hat nicht ganz sollen sein. Es war so ein bisschen, ja, so lala. Aber es war wunderschön. Auch echt extrem toll. Wow, ja, und dann leider ein bisschen nicht so geklappt hat der Sommerurlaub in Kärnten bei Villach am Eusiacher See. Ich habe zwar trotzdem, ich schätze mal Corona war das, ja, habe ich doch noch einige tolle Touren machen können. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, durch noch ein paar schöne Bergetappen habe ich da gemacht. Tagesausflüge, Villacher Alpenstraße und vor allen Dingen nach Slowenien zum Vrsic-Pass und das war so schön, das war wohl das Schönste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ja, zumindest in den Bergen, weil Jura war auch für sich sehr toll. Und was ich dann natürlich auch noch euch gezeigt habe, meine tollen Touren in diesem schönen September. Ja, da habe ich so schöne Touren gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das bringt die Kamera eigentlich nicht so rüber, weil Dänemark sieht ja fast für jeden irgendwie doch gleich aus. Aber es hat so viel Spaß gebracht. 2 Tage, 3 Tage am Wochenende unterwegs zu sein. Ich habe noch eins mehr gemacht. Das habe ich auch nicht gefilmt. Und dennoch, das kommt noch. Eine 3-Tages-Tour auch durch Dänemark. Aber da hat mich der Weg, ich glaube, ich bin auf den schönsten Radweg Dänemarks gefahren. So kam mir das vor. Ja, die erste, zweite Etappe war so toll. Ja, die dritte war dann leider ein bisschen mehr im Regen. Aber ihr werdet das noch sehen, wenn ihr dran bleibt. Im nächsten Jahr gleich an Anfang. Und dann war es auch schon mit 2023. Also ist nur ein kleiner Rückblick. Will ich auch gar nicht drüber reden. Also ich habe viele tausende Kilometer gefahren, wieder das erreicht. Knapp 13.000 Kilometer.
wunderbar drin, auch auf der Rolle natürlich, aber auch viel mit dem Rad und mein Böttcher natürlich. Aber ihr habt gemerkt, ich habe keine große Reise gemacht. Ja, nur eine Woche unterwegs oder am Wochenende Brückentage noch genutzt, aber bis auf den Sommerurlaub habe ich jetzt keine lange Radreise gemacht. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was jetzt im nächsten Jahr passiert. Ja, ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich denke fast nur noch dran, denn nächstes Jahr, ab Mai, habe ich 4 Monate frei und werde mit dem Rad unterwegs sein. Ja, ich habe ein Sabbatical genehmigt bekommen. Da möchte ich mich natürlich nochmal sehr herzlich bedanken beim Chef, dass er das genehmigt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber so habe ich letztes Jahr Urlaub aufgespart, Stunden zurückgehalten, die ich in den nächsten ab Mai dann nochmal ausbezahlt bekomme, damit ich nicht ganz leer dastehe in den 4 Monaten, wo ich unterwegs sein werde. Ja, ich habe da schon geträumt von. Ich habe das nicht zu glauben gewagt, als ich Fred Riedel, Grüße gehen raus, als ich ihm auch seine Sabbatical-Tour gesehen habe. Oder auch Patrick von Patrick unterwegs. Das hatte mich so angefixt. Ja, inzwischen arbeite ich auch schon 30 Jahre und habe noch einige vor mir und habe gedacht, einmal im Leben. Man soll nicht immer alles aufschieben. Man sagt immer, wenn man in der Rente ist, dann geht's los. Aber wer weiß, wann dann ist. Das ist noch weit hin, ob man dann noch gesund ist und das kann. Also habe ich mir gedacht, einmal eine lange Radreise will ich machen. Ja, meine längste war die in Schweden letztes Jahr 2022, 15 Tage. Das war meine allerlängste Reise überhaupt. Länger war ich noch nie unterwegs. Ja, und was habe ich vor? Ja, geplant ist viel. Mein grober Plan ist Balkan, ein Monat. Oder komm, Wiki, ich muss noch schneiden. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, bei der Planung. Ja, Balkan ist geplant. Ein Monat lang. Ja, ich werde von wahrscheinlich Slowenien starten und dann weiter Süden fahren. Kroatien und Bosnien-Herzegowina werde ich vielleicht wahrscheinlich angucken, an der Adria entlang fahren. Und dafür habe ich ungefähr 24, 25 Radeltage eingeplant. 2000 Kilometer sind das so circa. Abbrechen kann man immer oder einen Bus nehmen oder verlängern. Ja, wie gesagt, es ist alles denn offen, wenn man richtig viel Zeit hat. Vielleicht bleibt man an einem Ort auch länger. Das ist eine ganz andere Radreise, wird das werden. Ganz Monat. Ja, eine tolle Runde wird es wohl werden. Aber das ist schon ziemlich weit in Planung. Man informiert sich ja schon ordentlich. Habe ich in den letzten Monaten auch viel gemacht. Ja, und dann komme ich irgendwann nach Hause, mache vielleicht eine ganz kurze Pause. Und dann geht es Richtung, wie ihr euch vorstellen könnt, Richtung Norden nach Skandinavien. Die 3 Monate ungefähr, die dann noch übrig sind, werde ich im Norden verbringen. Schweden, Finnland, Norwegen. Schweden war so toll. Ich war ja auch dieses Jahr da. Das hat mich so begeistert, dass ich da unbedingt hin wollte. Aber es ist ja so riesig. Das kann man ja kaum bewältigen in einer kurzen Radreise von ungefähr 2 Wochen. Also es muss ein bisschen länger sein. Ich habe geplant, 64 Radeltage dort. So plus minus. Kann mehr werden, kann weniger werden. Also habe ich auch einige Ruhetage damit drin. Es kann auch Bus und Bahn, gibt es da auch jederzeit irgendwo, wo man mal vielleicht was überbrücken kann. Weil das Wetter im Norden wird ziemlich rau werden, schätze ich mal, auch wenn Sommer ist. Ja, aber da wollte ich immer schon mal hin. Ja, man schiebt immer alles auf. Ja, vielleicht mal mit Wohnmobil dahin zu fahren, aber mit Rad ist es doch nochmal was ganz anderes. Und wenn man die Möglichkeit hat, will ich die jetzt auch nutzen, die da zu verbringen. Es gibt auch noch viel anderes in Europa, eine Weltreise oder so, muss ich nicht haben. Nee, Europa gibt es einige Stellen, die ich mir angucken würde und die besten, glaube ich, suche ich mir jetzt aus im Sommer. Ja, so wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, 2024 wird für mich ein besonderes Jahr. Ich hoffe, ihr habt auch noch einige Pläne und die werden auch in Erfüllung gehen. Ja, dann, ich bin, wie gesagt, sehr aufgeregt. Man denkt fast nur noch dran, es sind nur noch so und so viele Tage. Jetzt sind es nur noch 4 Monate bis dahin. Die werden wahrscheinlich so schnell laufen. Ja, equipmentmäßig habe ich mich ja schon ein bisschen umorientiert. Zum Beispiel auch das neue Zelt. Es ist viel leichter,
Das war mir wichtig auf so viele Kilometer, dass es etwas leichter wird. Kameramäßig habe ich noch die GoPro. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch mal was anderes zulegen soll. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Das Fahrrad wird es auf jeden Fall nicht das werden. Mein Böttcher wird es werden. Ja, vollgepackt. Dafür ist es ja auch gemacht und dafür habe ich es auch eigentlich mal gekauft. Da hatte ich schon im Hinterkopf, vielleicht mal was Längeres zu machen. Ja, die anderen Reisen habe ich ein bisschen geübt. Fremdsprachen, da wo sie kein Englisch können, zum Beispiel in der Schweiz, in der französisch sprechenden Schweiz, wo ich dieses Jahr war. Es hat auch geklappt. Und das hat mich bestärkt. Fahr los, mach es. Das klappt alles schon. Also nicht alles auf die lange Bank schieben. Ja, das war mir jetzt wichtig, das mal gemacht zu haben. Euch zu informieren, weil auf Instagram kam schon immer mein Countdown. Schon seit langer Zeit. Jetzt ist es raus. Ja, ich freue mich riesig auf 2024 und möchte mich nochmal für 2023 natürlich bedanken, wie das bei mir auf dem Kanal gelaufen ist. Ja, ich bin jetzt nicht der große Gear-Vorsteller oder sonst was, oder ich habe auch immer wieder Anfragen, ob ich ein neues Rad irgendwie vorstellen möchte oder andere Sachen. Ja, aber da habe ich irgendwie überhaupt keine Lust zu. Also ich bin glücklich so, wie es läuft. Muss nicht die super, hyper tollen Videos mit so und so viel Zehntausenden von Aufrufen sein. Mir langt das so, wie das ist. Es soll ja auch alles nur ja, als Spaß bleiben, sonst kommt man auch irgendwie da rein. Das ist, ja, jetzt muss ich ein Video machen oder so. Jetzt zum Beispiel kommen ja nur noch 3 Videos aus 2023 und dann gibt es vielleicht eine Pause. Außer das Wetter wird nochmal so schön wie hier. Außer es ist jetzt, oh, es wird pustiger. Ja, es war, apropos Bustiger, ja, letztes Jahr, Oktober, da muss ich euch ja nochmal informieren, gab es hier ja einen riesen Oststurm, der ja die Ostseeküste richtig ja, verwüstet hat, muss man echt sagen. Es ist sehr gut aufgeräumt worden, das ist jetzt schon wieder ja, 2 Monate her, aber es ist noch viel zerstört, vor allen Dingen die Wege, Ostseeküstenradweg zum Beispiel, die meisten oder alle Wege, die ich bis jetzt geschaut habe, die direkt am Meer laufen vom Ostseeküstenradweg, sind eigentlich nicht mehr existent oder richtig zerstört worden. Ja, ob die Aufräumarbeiten bis nächstes Frühjahr ja, in Ordnung sein werden, wird fraglich. Aber vielleicht werde ich euch nochmal im April damit behelligen, ob das, um euch zu informieren, ob das wieder ein bisschen aufgeräumt wurde. Die sind ordentlich in Gang. Ja, es sieht ja, einige Orte. Es sind nur wenige Orte, aber die hat es richtig hart getroffen, wie hier zum Beispiel Langbeuligau. Das sah wüst aus. Ja, unglaublich, was Wasser hier anrichten kann. Die stille Ostsee hat eigentlich mal richtig zugeschlagen. Ja, das hat alle so ein bisschen überrascht und mich auch. War schrecklich anzusehen. Ja, aber ich schaue voraus. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt ein gutes Jahr gehabt und werdet ein neues, schönes, frohes, gesundes neues Jahr haben. Also, denn will ich mich jetzt hier verabschieden von euch für 2023 und wir sehen uns 2024. Also, tschüss, moin, arrivederci, hi hi und was ich auch, servus. Es gibt so viele Abschiedsworte, aber wir sehen uns wieder. Tschüss, euer Flachlandradler Thorsten.